Nein. Okay, es kommen jetzt noch ein paar Überraschungsgäste. God bless this hot mess. Ja. Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu diesem neuen Video hier von mir an einem wunderschönen Herbsttag. Hört ihr das? Wartet. Es regnet, es ist wirklich übertrieben cozy. Ich lieb's. Freunde, wenn ich mir mein Leben vorgestellt habe, war es immer an so einem Fenster mit so einer Gitterung zu sitzen. Also jetzt nicht im Knast, sondern in so einem Gitter. Wie nennt man das denn hier mit diesem Holz? Leute, könnt ihr mir bitte schreiben, wie man das nennt? Das hat einen ganz bestimmten Namen. Auf jeden Fall, so habe ich mir vorgestellt, dann guckt man so runter auf die Pflastersteine und die Herbstblätter liegen da. Und Herbst ist einfach meine absolute, absolute Lieblingsjahreszeit. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich es mit meiner Kindheit so schön verbinde, weil ich da Geburtstag hatte. Also ich habe ja immer Geburtstag, ich habe jetzt auch gerade. Wenn ihr das seht, hatte ich schon Geburtstag. Verrückt. Und zwar gestern. Aber ich habe jetzt in zwei Tagen Geburtstag. Hallo? Hallo, wie geht's? Sehr gut. Schönes, gemütliches Herbstwetter. Ja. Bist du fertig? Nein, aber jetzt kann man ja noch nicht viel sehen, deswegen kann man ja schon mal kurz zeigen, was für Teile das sind. Okay. Oder, du wolltest doch in dem Vlog das sehen. Ja, genau. Es ist nämlich was richtig Cooles angekommen und zwar, wir haben ja hier wirklich wieder ein bisschen umgestellt und der Grund war, warum ich zum Beispiel den Spiegel hier reingestellt habe, was so viel besser aussieht. Erstens, weil ich viel mehr Content hier machen kann. Ich erzähle es euch gleich. Du musst alles zeigen nochmal in Ruhe. Genau, ich zeige es alles nochmal in Ruhe. Ich glaube, wir machen ein Roomtour-Update nochmal, weil es gibt wirklich einiges, was sich hier erneuert hat. Kommen auch noch ein paar Sachen an und so. Aber auf jeden Fall, die ganze Umstellaktion hatte den Grund, und davon haben viele von euch abgeraten, aber ist mir scheißegal, ich mach was ich will, und zwar einen Kamin zu holen, einen LED-Kamin. Freunde, den bauen wir jetzt auf. Toller Tag. Kamin und wir gehen baden. Ja, was es damit auf sich hat. Ach ja, stimmt. Oh Gott, das erfahrt ihr auch noch in diesem Vlog. Es ist wirklich sehr, sehr cool. Naja, auf jeden Fall, ich zeige euch mal, wie das hier alles angekommen ist. Wir haben wirklich auf ganz vielen verschiedenen Seiten geguckt. Ich war dann auf so einer richtigen Premium-Seite. Also das war wirklich so eine Premium-Seite, die, keine Ahnung, da haben die Kamine 2.000-3.000 Euro gekostet. Und ich war so, Gott, nee. Und da haben 60 Kilo gewogen. Wir waren so, Gott, nein. Wie sollen wir das hier hochkriegen? Wir haben keinen Fahrstuhl und so. Nee. Jetzt habe ich einen, der war auch nicht günstig, weil wir haben uns wirklich so krass erkündigt. Das ist jetzt irgendwie so eine Optimist. Ja, Optimist. Oh, Optimist, ja. Auf jeden Fall ist das so ein bestimmtes System, wie das Feuer besonders echt aussieht. Wie in unserem letzten Video, wo wir die Gadgets getestet haben, nur in groß. Ja, genau. Ja, ja, ja. Wenn ihr geguckt habt, falls nicht, dann guckt es. Ja, genau. Guckt noch das Testvideo. Wir machen jetzt eh ganz viele Testvideos. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, Jamie will mir jetzt den Fortschritt zeigen. Hier sind auf jeden Fall schon so Hölzer angekommen. Man kann auf jeden Fall noch echte Hölzer da reintun. Hier ist irgend so ein System. Und ich darf jetzt gucken. Achso, ist noch nichts los, okay. Sag nur, Alexa, stopp! Hier ist wie bei Ikea, ganz viele Holzteile. Ja. Aber hier ist der Vorteil, alles hat einen Buchstaben. Und in der Anleitung steht einfach, welchen Buchstaben. Man muss sich das nicht irgendwie komisch zusammensuchen. Oh, das ist super. Und ich habe für Jamie hier gerade wieder die Frühstücksbowl gemacht, die er über alles liebt. Ich werde so oft nach dem Rezept gefragt, ich denke mir so, it's so easy. Das könnte sogar Jamie selber und das ist schon was heißen Spaß. Ich zeige kurz, was ich da reinmache und dann machen wir uns mal ready. Ich nehme Alpro Vanille Joghurt. Manchmal auch die Skill-Variante, wenn ich ganz freaky unterwegs bin. Dann braucht ihr noch so zuckerfreie oder zuckerreduzierte Schokodrops. Da benutze ich immer hier die von Zucker. Das ist immer so eine Riesenpackung. Die stelle ich bei Amazon und haben 90% weniger Zucker. Sind super, super lecker und davon träufle ich so ein paar da rein. Dann nehme ich immer Früchte meiner Wahl. Blaubeeren oder Himbeeren oder Banane oder alles. Oder Apfel. Auch zuckerreduziertes Schoko-Müsli-Crunch-Dingens. Ohne Maßangaben, ohne viel Hack-Mack. Einfach easy peasy. Ich habe mir immer so gewünscht, wenn ich mich fertig mache oder so, weil ich einfach auch super viel hier filme, auch meine Storys und so, weil einfach dieses Licht von meinem Schminkspiegel so schön ist. Es ist immer perfekt für so Selfie-Stories oder so. Und ich war immer so, Mann, irgendwie kommt mein Einrichtungsstil. Das ist jetzt so ein First-World-Problem, aber ich war so, mein Einrichtungsstil kommt irgendwie nicht zur Geltung. Nur in meinem Wohnzimmer eigentlich und auch nur in meinem Büro. Und ich bin halt auch sehr oft hier. Und deswegen wollte ich diesen Raum hier unbedingt ein bisschen schöner machen. Und wir brauchen halt auch Platz. Deswegen wir alles umgestellt haben. Wir sind uns noch nicht 100% sicher, wie der Kamin im Endeffekt aussieht. Ob es zu viel ist, haben mir nämlich viele von euch gesagt. Aber wir haben jetzt einen geholt, der jetzt echt nicht riesengroß ist. Er ist auch sehr clean. Ich wollte erst so einen, der so ein paar Schnörkel und so Vertäfelungen hat. Aber wir haben uns jetzt für einen ganz schlichten Clean entschieden. Ich glaube, das ist auch gut so. Und falls es mir zu clean ist, es hat auch einen Preisgrund, sage ich ehrlich, weil in diesem System, was wir uns da entschieden haben, sind die einfach wirklich crazy teuer. Aber wenn schon, wollte ich auch wirklich ein richtig Real aussehen, denn nur nicht so einen, wo man wirklich auf den ersten Blick direkt sieht, dass es fake ist. Naja, mal gucken. Wir werden sehen, wie es aussieht. Und wenn es mir zu clean ist, werde ich da noch so Vertäfelungen rantun vielleicht. Man kann da sehr viel machen, man kann den theoretisch auch streichen, aber yeah, we will see. Und Schubi benutzt immer alles außer seinen einen Korb. Aber er switcht in der Nacht immer zwischen der Decke und dem Korb. Und der Decke und dem Korb. Und der Decke und dem Korb.
Winterprinz. Okay, ich mach jetzt ready. Ich weiß übrigens nicht, wer sich erinnert. Ich habe das mal in einem Amazon Prime Day Haul oder so gezeigt, dass ich mir sowas geholt habe. Ich finde es auch richtig, richtig schön. Vor allem macht es auch Sinn auf meinem Schminktisch, weil es hat einfach so einen cleanen Stand. Ist rosa, ich lieb's. Das hat eigentlich hier so ein integriertes Licht, aber ich krieg das einfach nicht an. Ich habe das schon geladen. Ich habe die Magi Fernbedienung dazu geladen. Aber irgendwie geht es nicht und es macht mich so traurig, weil ich glaube, das würde noch viel mehr upgraden alles. Aber es lädt einfach nicht. Ich glaube, es ist einfach kaputt. Ich benutze es jetzt trotzdem als Stativ. Es ist wirklich übertrieben schwer. Man kann es aber voll ausklappen. Und wie ihr seht, kann man das hier auch so machen. Das finde ich einfach auch so krass praktisch. Ich weiß nicht, hat das jemand nachgekauft und weiß, wie das funktioniert? Freunde, wir haben was Neues geholt. Also neben dem Kamin haben wir noch was geupgradet. Und zwar haben wir hier diese Riesendusche, die ist wirklich XXL lang. Ich weiß nicht, ob es jetzt gerade so rüberkommt, aber sie ist riesengroß. Wir waren die ganze Zeit so, Mann, hier würde eine Dusche und eine Badewanne reinpassen. Jetzt habe ich einfach was bei Amazon gefunden. Einfach so eine aufklappbare, faltbare Badewanne, die jetzt angekommen ist. Ist natürlich jetzt nicht... Kein... Wow. Jetzt habe ich noch nicht festgemacht, das Kopfteil. Ja, was ist mit dem Kopfteil? Ja. Das ist jetzt nicht so okay, das ist halt einfach so ein Plastikding. Ja. Aber die ist so tief und da kann man dann einfach so drinnen... Wow. Schon cool, oder? Und guck mal, diese Sachen hier sind so Tische, so für Laptop, für Getränke. Echt? Also, ich weiß nicht genau. So. Ja, so. Ja, wahrscheinlich hier dran. Ah. Yeah. Oh. Ja, nicht sehr stabil. Nicht warte mal. Stabil. Vielleicht das? Ja, doch so. Nee. Das? Das ist ausprobieren für Getränk und Laptop und so. Warte mal, ich glaube, das muss anders sein drauf. Nicht sehr stabil. Sehr übertrieben unstabil. Warte mal, das ist dann dafür gemacht. Das? Das wird ganz vorne angebracht. Welches? Das ganz vorne. Ach, das ist wie so ein Deckel, ne? Dann. Ja, aber halt echt, um Sachen draufzustellen. Ne, noch weiter. Da. Also da, die Quali. Ja, ja klar, das ist jetzt nicht sonderlich stabil. Nee, also was ist das? Gut, als nächstes kommt dann das. Sorry für den Preis, finde ich das eine absolute Vollkatastrophe. Also. Ja, es ist wirklich. So, ja, das ist halt wie so ein Deckel. Also, ich will das gar nicht. Das steht schon für Getränke und für Laptop und so. Ja, Schatz, aber ich habe so ein Bild gesehen, da ist es wirklich, guck mal, hier guckt dann der Kopf raus und dann hat man hier so eine komplette, das will ich ja gar nicht. Ja, nee. Das ist so, wenn du draußen badest oder so. Ich bin jetzt von der Qualität nicht so komplett überzeugt. Was erwartest du denn noch? Das war voll teuer, das hat 30 Euro gekostet, oder? Weiß ich nicht, aber für den Preis, für so ein, sag mal, was erwartest du für 130 Euro? So eine Premium-Luxus-Marmor-Badewanne oder was? Also, oh, das finde ich ja so unangenehm. Wir sollten die andersrum platzieren, weil ist der Ausfluss. Ja. Boah, die Heizung ist heiß, darauf darf man sich auf gar keinen Fall anfassen. Okay, so. Ich will mich jetzt auch einmal raus. So, Freunde, ich habe mich jetzt ready gemacht und bin auf dem Weg ins Büro, denn die haben so ein kleines Geburtstagsgeschenk für mich organisiert, meinten die. Ich weiß nicht, oder vielleicht meine Managerin, ich muss mir das gleich mal angucken, es ist so süß und so. Damit rechne ich überhaupt nicht und ich erwarte das so von keinem, deswegen bin sehr excited und hole mir das ab und pack's dann natürlich erst an meinem Geburtstag aus. Es ist auch gerade ein Geburtstagsgeschenk an mich selber angekommen. Ihr wisst ja, in einem meiner letzten Vlogs habe ich gesagt, dass ich mir einen Remover-Koffer kaufen wollte, aber das habe ich jetzt auf Eis gelegt. No shade an alle, die es gemacht haben, aber für mich empfinde ich es gerade irgendwie als unnötig. Es gibt auch andere gute Koffermarken und es hat mich irgendwie nicht überzeugt. Er ist so schwer und Handgepäck muss auch nicht... Für mich, also doch, muss schon robust sein, aber es muss vor allem viel Platz haben, weil wenn ich mal nur mit Handgepäck reise, möchte ich trotzdem auch den meisten Platz haben und dann hatte das auch noch weniger Liter und dann hätte man aber auch den leichten nehmen können, aber dann hätte ich auch einfach einen anderen nehmen können. Ich weiß nicht, ich muss mir das auf jeden Fall nochmal besser durch den Kopf gehen lassen, aber ich habe mir etwas anderes bestellt, das unboxe ich dann aber in einem Video, wo ich vielleicht so ein bisschen mehr auf meine Geschenke oder so eingehe, mal gucken. Yeah, I'm excited. Das Ding ist, ich feiere ja dieses Jahr eh nicht, das heißt... Ich werde eigentlich nur Geschenke von meiner Familie bekommen und von Jamie. Aber das schönste Geschenk ist eh, dass ich gesund bin und glücklich und dieses Jahr einfach so toll für mich. Also dieses Jahr hat sich wirklich sehr, sehr viel verändert. Es war nicht immer gut, aber das meiste war einfach absolut geil. Und bevor ich jetzt meinen Managerin noch länger warten lasse, düse ich jetzt mal schnell los. Jamie hat sich die ganze Zeit im Büro eingesperrt, weil er irgendwas für meinen Geburtstag macht. Ich finde das so süß. Ich bin sowas überhaupt nicht gewohnt. Ich liebe ihn. Was soll ich sagen? Boots an und ab. Bitte, bitte regnet jetzt nicht, ehrlich. Also das kann ich jetzt nicht gebrauchen mit meinen frisch gemachten Haaren. Ich habe übrigens richtig coole Dupes zu Ugg-Boots gefunden. Die zeige ich euch auf Instagram, also folgt mir da auch sehr gerne. Und ich will auch unbedingt noch eine Content-Idee machen. Und zwar möchte ich an meinem Geburtstag ein Bild machen, wie ich ein Kinderfoto
von mir nachstelle. Ich hoffe, das gelingt mir. Ich hoffe, ich werde die Zeit dazu noch finden. Ich muss auch gerade, glaube ich, gleich mal 2 Pakete einpacken, die ich mitnehme, weil wenn ich schon mal unterwegs bin, kann ich das doch direkt kombinieren. Und ich will vor meinem Geburtstag unbedingt diesen Pappmüll noch zum Papphof bringen, weil da war ja unser Kamin drin und das, solche Sachen sind zwar cool, aber hinterlassen auch immer sehr viel Müll. Es ist so richtig perfektes Herbstwetter. Richtig Birthday-Mood, ganz ehrlich. Scissor, where is it? Ich bin übrigens nicht zu 100% überzeugt von der Badewanne. Ich bin gerade noch nicht sicher, ob ich sie behalten will, weil sie schon riesengroß ist und irgendwie das Bad schon hässlicher macht. Alter, wie soll ich das eigentlich alleine tragen? Es wird nichts. Erstmal das Mini-Paket. So, Friends, ich war jetzt gerade bei dem Alabama-Management. Das war richtig schön. Es ist immer mal wieder schön, da zu sein. Es ist irgendwie echt cool, ein Management zu haben, was in der gleichen Stadt ist. Weil es schon noch irgendwie was anderes ist, wenn man regelmäßig so im Büro vorbeischauen kann und die Leute persönlich sieht, anstatt immer am Telefon oder nur auf WhatsApp und so. Weil dadurch, ich verstehe es langsam auch. Ich war früher immer so ein übelster Fan von, immer schreiben und so, aber persönlich treffen, auch für kleine Sachen, bringt manchmal so viel, weil man dann einfach weniger Missverständnisse hat. Aber man muss sich dann halt auch, wenn man jetzt was Wichtiges abspricht, immer Notizen machen und so, weil ich hatte es dann aber auch wieder so als kleines Manko, dass manchmal Sachen so durchgeflutscht sind. Wisst ihr, was ich meine? Also dann sagt man was persönlich, alle sagen ja, dann kommen aber wieder 5 neue Themen am nächsten Tag dazu und dann vergisst man so kleine Details. Also bei Unfollowed jetzt zum Beispiel hatten wir das öfter mal, dass ich dann gesagt habe, ey, wir müssen aber die Naht noch 3 cm hochsetzen und dann haben wir alle gesagt, ja, stimmt, haben es nicht aufgeschrieben und dann ist es drunter durchgeflutscht und wir hatten dann das Problem beim nächsten Sample nochmal und wir waren so, oh Mann, warum haben wir es nicht vorher gewusst, jetzt müssen wir nochmal eine neue Sample-Runde machen, bla bla bla. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Ich kriege irgendwie immer so Kieferschmerzen, wenn ich zu lange in Kaugummi kaue und dieses Problem habe ich gerade. Ich fahre jetzt zur Post, bringe mein Paket weg. Ich habe super viele coole Geschenke bekommen von All In. Ich bin sehr gespannt. Ich habe auch einen Adventskalender von Jo Malone. So geil. Es kommt übrigens auch bald mehr Parfum-Content. Ich warte gerade auf eine Bestellung und dann zeige ich euch so mal meine neuesten Düfte und erkläre euch die so ein bisschen, warum, wieso, weshalb. Und ich möchte auch mal sowas machen wie Jamie testet meine Parfums, meine Freundin testet meine Parfums, meine Familie und so und rated die und vielleicht auch irgendwann mal Jeremy Fragrance, wenn er sich meldet. Das wäre super toll. Ich habe ihn ja nur einmal getroffen, jetzt letztens in Berlin zu seinem Release von seiner Show und es war wirklich super, super cool und ich habe ihn interviewt und ich wünschte, ich hätte die Aufnahme mit Ton, aber wir haben leider einen richtig doofen Mikrofehler gehabt, dass einfach alles ohne Ton aufgenommen wurde. Boah, ihr glaubt nicht, wie es uns aufgeregt hat. Naja, ich habe jetzt Bock, Musik zu hören. Ich höre gerade am allerliebsten meine kleine Empfehlung am Rande von Idra Eastpak. Das hört sich so geil an. Wow. Toll, tolle Lyrics, kann ich mich sehr mit identifizieren in meinem jetzigen gerade Standpunkt. Hört es euch an, ist ein Rap-Song. Hilfe! Das alles muss ich jetzt nach oben tragen. Beziehungsweise darf ich. Aber toll. Oh mein Gott. Wir waren jetzt gerade beim Papphof, es ist immer richtig cool hier. Ich weiß nicht, Jamie und ich lieben das. Weil die Leute hier sind immer alle so unfassbar nett. Es ist immer irgendwie voll die gute Stimmung. Yeah, we did it. Boah, war es viel. Ich kann jetzt endlich mal wieder da richtig sitzen, weil ich war wirklich bis ans Minimum hier nach vorne katapultiert. Weil wir das ganze Auto komplett vollgequetscht haben. Wie das Auto auf die Vollbremse wird. Wenn, wenn irgendwas Auto kleines ist. 1 Kilometer. Da war nichts, Schatz. Auf jeden Fall sind die immer mega nett und es war jetzt irgendwie voll, es ist so eine Erleichterung, es wird so geil, wie wir eben nachher noch die Sachen aus dem Hausflur in den Keller bringen, weil das vegetiert ja auch schon 1000 Jahre, aber ich will irgendwie so fresh in meinen Geburtstag starten. Ich habe auch heute die ganze Wohnung geputzt, habe Kamera, Handy, alles weggelassen, weil ich wollte einfach ein bisschen klar Schiff machen. Einfach fresh in meine 28 Jahre. Ah. Und jetzt wird gefoodet, wir haben mega Hunger. Hier beim Papphof ist immer direkt Ikea. Vielleicht gucken wir auch noch nach Weihnachtsdeko. Tun wir das? Du hast noch viel zu tun für deinen Geburtstag. Okay, dann nicht. Dann essen wir. Aber nein, können wir machen. Mal gucken. Ich habe das eigentlich alles mit eingeplant. Mal gucken, wir gehen jetzt erstmal essen. Jamie hat mir, ich habe das Gefühl, ich kriege 500 Pakete. Also 500 Geschenke, meine ich. Ja. Das
so ist er. Freunde, er hat sich so Mühe gegeben. Ich habe gestern sogar schon einmal geheult, obwohl ich nicht mal weiß, was er plant oder macht, weil er einfach die ganze Zeit am... Er hat sich eingeschlossen ins Büro und ich durfte nicht gucken und es hat einfach den ganzen Tag gedauert, obwohl er eigentlich auch lernen muss und keine Ahnung, da ist so viel Effort drin und er hat auch irgendwas angespitzt und so. Das heißt, er macht richtig irgendwas mit Stiften und so. Also das hat... sowas hat noch nie jemand für mich gemacht und ich... Also, ja, bin sehr excited und werdet ihr dann auch auf jeden Fall im nächsten Video sehen. Ich liebe es einfach. Es ist gerade so ein schönes Wetter, so moody. Es hat geregnet, aber es ist warm draußen. Also auf jeden Fall so, dass man einfach mit so einem Strickset rausgehen kann. Und der Himmel ist so toll und hier ist Ikea. Und es ist irgendwie perfekter Herbsttag. Wow. Alter, letzter Tag mit 27, was? Das ist mein letzter Tag und ich verbringe mit dem Papa bei Ikea. Das sind so Roots. Back to the Roots. Ja, bei unseren ersten Dates waren wir auch immer hier. Ey, mir ist übrigens eingefallen, dass ich euch einfach nicht den Kamin gezeigt habe. Die Badewanne haben wir jetzt übrigens wieder verpackt, weil wir die zurückschicken wollen. Das müssen wir auf jeden Fall auch die Tage irgendwann machen. Weil irgendwie hat die den Vibe absolut gekillt. Sowas, sorry, aber sowas unfassbar hässliches. Und so klein konnte man es gar nicht falten. Ich dachte mir, man kann es viel kleiner falten. Ich bin gespannt, was ihr in den Kommentaren sagt. Es war einfach zu groß. Es war auch viel zu schlechte Qualität dafür, dass es 200 Euro gekostet hat. Und einfach hässlich, gar nicht. Also das hat irgendwie komplett, oder es hat so diesen, die Atmosphäre voll kaputt gemacht. Ja, ich weiß nicht warum. Wir haben das beide gespürt. Wir waren so, boah, es war so richtig unangenehm irgendwie. Oder jemand anderes hat es schon mal bei sich zu Hause und hat einfach seine Energie darauf übertragen oder so. Naja, auf jeden Fall werden wir die zurückschicken und ich hoffe, das geht überhaupt, aber wird schon irgendwie, es ist halt riesengroß. So, wir wollten eigentlich nur gucken nach Weihnachtssachen und essen. Jetzt ist es hier wieder so, wir haben sogar eine Lampe gekauft, alles klar. Ja. Ja, und das Problem ist, da steht das Auto. Hier müssen wir rüber. Wir können auch mal da. Nein, wir schaffen das, ich trage, komm. Wir können aber da. Hä? Ich trage. Ja, okay. Leute, es gibt hier so coole Sachen, solche Papiersterne. Ich hatte sowas früher mal als kleines Kind. Oder was als Teenager hat mir mein Dad sowas mal mitgebracht. Und das gibt es jetzt so in kleiner mit Standfuß. Und ich glaube, das sieht so schön aus bei uns auf den Fensterbrettern und so. Und es gibt auch wieder Glühwein. Und der Ikea-Glühwein ist unfassbar lecker. Oh nein, mal, wer macht das denn? Ja, die waren bestimmt zornig, dass da ein Graben ist. Aber es war direkt beim Übergang, also nein. Hallo, willkommen bei meinem Haul. Wir haben einmal mehrfach Steckdosen, die nehmen wir irgendwie immer mit beim Ikea. Aber irgendwie brauchen wir die auch immer, vor allem auch zum Shooten. Ich habe jetzt öfter Content in verschiedenen Räumen gedreht und dann macht es immer total Sinn, wenn man eine Mehrfachsteckdose einfach schnell irgendwo anschließen kann, wo dann alle Lampen, alle Lichter und so rein können. Dann, oh, was habe ich hier, achso, wir waren ja bei IKEA, da ist der Glühwein sehr, sehr lecker. Warum klebt die Flasche so eselhaft? War die schon offen oder? Naja, Glühwein, alles klebt. Dann zweimal solche Socken. Richtig schön, weil wir jetzt hier den Kamin haben und da wird es, glaube ich, richtig gut aussehen. Und dann noch so kleine Vorratsgläser, weil ich hatte jetzt große bei Amazon bestellt und ich habe die da gerade in klein gesehen und zum Beispiel so Leinsamen und so und ich will die irgendwo abfüllen. Also so kleine Sachen passen in sowas auch richtig gut rein. Und ich finde die Qualität irgendwie da tatsächlich besser als von denen, die ich bei Amazon bestellt habe. Also irgendwie fühlen die sich besser an. Ich kann nicht richtig beschreiben, warum, aber ich mag die mehr und es war günstiger. Also dicke Empfehlung. Another Sock. Jamie macht schon wieder da gerade irgendwas für meinen Geburtstag und ich darf nicht rein, deswegen sitze ich im Flur. Dann haben wir hier einen Standfuß und einen Stern. Das werde ich gleich alles aufbauen. Und noch so einen richtig süßen Stern fürs Fensterbrett. Oh mein Gott, Leute, ich liebe es. Es ist einfach so unfassbar süß. Genau. Und Glühbirnen für eine, ach, und eine Stehlampe. Die zeige ich euch auch gleich, wenn die aufgebaut ist. Und dafür noch Glühbirnen. Ja? Kannst du ganz kurz Augen zu machen? Ja. So, und ich hoffe, man sieht nichts in der Aufnahme, aber du guckst sie jetzt nicht. Gut, danke. Was macht der? Leute, wisst ihr, was mir gerade passiert ist? Ich habe gerade die Lampe aufgebaut und sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Zeige ich euch gleich im Detail. Mir ist gerade was kaputt gegangen. Mein Herz blutet und ich hoffe, ich kann es reparieren. Der Eistisch. Ich wollte ihn umstellen, weil er steht hier die ganze Zeit und kommt nicht zur Geltung. Und generell ändern wir hier gerade so ein bisschen den Vibe im Wohnzimmer, wie ihr vielleicht merkt. Und ich kotze. Ich heule, ich kotze. Ich heule, ich kotze. Ich habe ihn halt an der Glasplatte hochgenommen, weil es ist eigentlich so krass stabil. Und es ist ja auch eigentlich stabil, weil, also ich dachte, wenn, dann geht die Glasplatte ab oder so. Ich habe mit der Platte einfach das rausgerissen. Also, was? Warte, nein, so geht das nicht. Wir müssen erstmal alle Teile finden. Hier das kann man nicht kleben. Hier sind noch zwei Teile. Natürlich kann man das kleben. Hier ist der auch kaputt. Wie das denn? Hier. Weil er hingefallen ist.
Das sieht man nicht. Man dreht halt einfach in eine andere Richtung. Das Ding ist, da drin sind wahrscheinlich auch noch Teile. Scheinbar billiger Grill. Oh, Schatz. Oh, nein. Ich bin so traurig. Oh, das stinkt richtig. Wo ist denn der Kleber? Alter, stell dir mal vor, man hätte 400 oder 500 Euro dafür ausgegeben, wie der eigentlich kostet. Ah, jetzt habe ich mir auch noch geschnitten. Richtig geschnitten? Oh Gott, mein Finger kriegt gerade dran. Nein. Nein. Oh, der Finger hat doch geklickt, da bist du doch. Das ist doch irgendwie, Leute, das ist irgendwie satisfying, weil es gibt Puzzle, das schaut mal. Das passt jetzt so perfekt da rein. So, mal schauen, ob meine Idee aufgeht. Ich habe das Ganze jetzt mit Pappe aufgefüllt und jetzt haben wir hier so ein Play-Doh-Zeug. Und hier, also Sonja hat da auch aus Versehen Sekundenkleber drauf bekommen, ich habe es überall an den Händen. Das kann einfach nicht wahr sein, Alter. Also wirklich. Ja. Ich mal das jetzt an. Ja, okay. Das ist echt schade. Und ich versuche jetzt mit diesem Play-Doh-Zeugs dieses Eis so ein bisschen nachzustellen. Und hier halt so eine feste Schicht an Pappe, damit sie nicht hohl drin ist. Und ja. Wünsche mir Glück. So, kurzes Zwischenupdate. Es sieht in Ordnung aus. Wir haben gerade getestet, der Tisch würde oben drauf halten. Habe ich geniale Ideen. Besser als ein Sekundenkleber. Ja. Also holt euch niemals Sekundenkleber, der für Metall ist. Er ist anscheinend nur für Metall. Aber ja. Soll man das wissen? Ja, das ist wirklich echt die Härte hier. Sieht beschissen aus, aber ja. Null. Weil mir so, ich mal das jetzt rosa an. Ich kann auch mischen. Ich will mal kurz die Farbe. Ich will versuchen, die Farbe zu treffen, okay? Ja. Ja. Das hier ist ein hellrosa, aber der Ton ist eigentlich ganz gut. Mhm. Ja, super. Ein 3. Also der ist perfekt, der Ton, wow. Geil. Eigentlich hätten wir es schon trocknen lassen, also müssen wir es schon trocknen lassen, weil die Palette müssen wir so oder so einkleben, oder nicht? Ja, die stopft mir da rein. Süß, Mann. Kurz vor deinem Geburtstag. Hier noch so ein Drama. 40 Minuten, in 40 Minuten hast du Geburtstag. Hier in der Kamera sieht so perfekt schon aus. Ja. Und echt nicht. Nein, Spaß. Voll ein Spaß, wirklich. Ja. Und du bist eine tolle Künstlerin. Ich hatte nur die Idee und ich wusste, du kannst sie umsetzen. Also sag's erst, wenn diese Platte da oben drauf ist. Ja. Das sieht in der Kamera wirklich super aus. Man sollte vorher wirklich ein Loch schon so ein kleines machen, oder? Boah, Leute, die eine Löcherangst haben. Okay, die Farbe darf nicht an den Spiegel kommen, aber bis jetzt sieht's gut aus, oder? Super. Das sieht total beschissen aus. Sag mal, hackt. Sieht doch wunderbar toll aus. Wenn da Sachen draufstehen, sieht man es auch eh nicht. Wir werden ihn nie wieder als Tisch benutzen, nur als Ablage. Das ist da oben. Oh nein, ich kann nicht mehr. Es wird immer dreckiger und ekliger. Okay, Friends, ich habe mich ein bisschen beruhigt. Ich habe gerade kurz geweint. Aber das muss man ja nicht filmen. Weil es ist gerade halt so viel schief gegangen. Ich habe den Schrank noch bekleckt. Alle Möbelstücke, die ich mir so gegönnt habe, gehen jetzt auf einmal gerade kaputt oder was. Und wir sagen jetzt einfach mal, Scherben bringen Glück. Scheiß drauf. Aber bei der Gelegenheit zeige ich euch hier ganz kurz, bevor wir jetzt hier kurz Glühwein machen und uns halt reinfeiern. Da seht ihr übrigens auch schon den neuen Stern, den wir noch nicht anschließen können, weil wir zu kurze Kabel haben. Aber da habe ich schon... Wir haben eine Mehrfachsteckdose, wird hier gut so. Wir gucken jetzt einfach mal. Das sieht wirklich jetzt komplett beschissen aus, ehrlich. Also komplett Schrott. Aber man sieht ihn von Weitem, dann stellt man halt irgendwas drauf, irgendeine Dekoration. Wie zum Beispiel diese Pflanze da oben oder so und tut den irgendwo hin. Also ich will den jetzt hier auf gar keinen Fall mehr haben. Er gibt mir gerade ganz schlechte Vibes. Ich weiß nicht, ich bin gerade sauer. Aber ich kann euch jetzt mal den Kamin hier zeigen, Freunde. Schaut mal, der knistert auch. Ich glaube, da ist wenig Wasser drin oder hast du wenig Feuer gemacht? Vielleicht ist da nicht mehr so viel Wasser. Aber auf jeden Fall, Leute, ist das hier der Kamin. Oh. Das sieht... so unfassbar cool aus, einfach wie echt. Man kann aber sich natürlich nicht verbrennen, weil das ist einfach Wasserdampf. Das Holz hat sogar so eine Glut. Unfassbar schön, der war wirklich jetzt nicht mega günstig. Wir haben die ganze Zeit geguckt, ich wollte eigentlich so einen für 400 Euro bestellen, dachte schon, das ist teuer, aber man kann wirklich teilweise... Also Leute, man findet Kamine, so Kunstkamine, für 500 Euro oder so, ich war so, Digga. Das ist jetzt eigentlich so eine gute Mittellösung, würde ich sagen, halt mit diesem hochwertigen Wasserdampfsystem. Ich finde es wirklich unfassbar schön, aber ja, das war auch einer der Gründe, warum wir so ein bisschen den Wohnzimmer-Vibe gechanged haben, weil irgendwie jetzt, ja, muss es alles ein bisschen mehr classy sein. Für die Herbstzeit, genau. Und im Sommer wird es dann wieder hier Bubblegum-Paradies. Aber Bubblegum-Paradies ist jetzt unser Schlafzimmer. Ja. Hier, leider nicht mehr Bubblegum-Paradies. Wir haben jetzt hier gerade den runden Spiegel übers Sofa gehangen, finde ich eigentlich auch ganz schön. Oh, wow. Irgendwie ist das hier alles überbeleuchtet, aber... Wir haben so eine,
Hier ist die Lampe, die wir gekauft haben. Ja, dann ist hier der Spiegel jetzt über dem Sofa. Ich finde es auch wirklich sehr, sehr schön. Freust du dich auf deinen Geburtstag? Freust du dich auf deinen Geburtstag? Ja. Freust du dich? Ja. Ja, so sieht man die. Die ist so cool. Hier, der Ficktisch kommt noch weg. Ja, der kommt weg. Aber nicht heute, nicht jetzt. Das sind 7 Minuten Geburtstag. Ba-ba-ba-boom. Hier haben wir jetzt den Disco-Spiegel, der jetzt noch dreckig ist und so, aber ich habe jetzt keine Lust mehr angehangen. Cool. Der kommt ein paar Etagen weiter runter. Ich glaube, ich finde das ganz in Ordnung. So einen ersten Stock, wir hängen immer den Nachbarn unten ein. Dann ist hier ja Bubblegum-Paradies, es ist gerade nicht so aufgeräumt. Und jetzt machen wir Glühwein. Yeah. Yeah. Geburtstag! Sie macht's nicht. Sie macht's nicht. Happy birthday. Okay, yeah. Du hast Geburtstag und du kriegst jetzt deine erste Überraschung von mir. Bist du bereit? Ja. Okay, bist du bereit für deine allererste? Ich lass kurz, erstmal hier ein bisschen warm. Ja. Die erste Überraschung kann ich dir nur zeigen. Ist es dann gut? Also willst du das? Ja, ist gut. Also willst du, dass ich es gezeigt habe bekommen oder ja. Soll ich es lieber? Nein, ich will, dass du es jetzt gezeigt hast. Warum aber? Warte, will ich es? Guck. Nein. Oh Mann. Ein Original sogar. Nee, oder? Nein, hör auf. Nein, bitte nicht. Nein, dann schon jetzt bitte. Nein, auf keinen Fall. Nein, dann schon jetzt bitte. Auf keinen Fall. Ich weiß, können wir gleich versuchen, ob wir eben reduziert schon sind. Ich hab überall gesucht. Oh Mann. Deswegen musst du die ganze Zeit Ja. Das ist spontane Überraschung Nummer 1. Oh nein. Weißt du, besser geht es bei 100 Euro reduziert, aber ich hätte es sowieso gekauft. Erzähl doch mal, was es ist. Meine süße Mama. Meine süße Mama. Freust du dich? Ja? Das musst du nicht machen. Doch, auf jeden Fall. Nein, das war doch meine Schuld. Nee, egal. Das ist dein Geburtstag. Ich wollte ja nicht weinen, sondern jetzt weinst du deswegen. Oh Scheiße. Mann, das war doch meine Schuld. Egal. Ich will nur, dass du glücklich bist. Ja. Ihr habt mir gerade den Eistisch nochmal neu geholt. Mann. Yeah. Mann, nur weil ich so doof bin. Nein. Heute mein Geburtstagsmorgen. Ich habe jetzt hier schon, wir haben jetzt schon eine Messe veranstaltet und es sieht nicht mehr so schön aus wie vorher, aber Jamie hat mir Frühstück gemacht. Er hat mir, Leute, es ist so süß. Ich habe ihm irgendwie mal so ein Meme geschickt, so ein Geburtstagskuchen, wo so drauf stand, kennt ihr diese Innsbruck-Kuchen, die so ganz clean sind, da steht ein Spruch drauf. Und dann hat er es einfach auf seine Art hier umgesetzt. God bless this hot mess. Ich kann nicht mehr, es ist so unfassbar süß. Generell, dass er ist heute, ich bin aufgewacht, weil irgendwie die Tür aufgegangen ist und Schubi dann gebellt hat und so. Er war einkaufen, er hat mir Blumen, Leute, er hat mir einen Blumenstrauß zusammengestellt. Er ist in einen Blumenladen gegangen, hat gesagt, ich möchte die Farbe. Er wollte einen möglichst bunten, herbstlichen Strauß für mich haben. Ich kann nicht mehr. Er ist jetzt gerade wieder im Büro und hat sich versteckt. Ich kriege hier eine Überraschung nach der anderen. Gestern waren ja noch Carina und Christa. Das habe ich gar nicht gevloggt, weil ich war so krass überfordert. Ich habe ja voll den Nervenzusammenbruch gehabt wegen dem Eistisch. Übelst geheult, dann hat er mir ja gesagt, dass er mir nochmal bestellt hat, war bei mir vorbei. Es war einfach süß, vor allem, weil ich habe den ja so richtig krass im Angebot bekommen bei TK Maxx und jetzt gibt es den nur noch original. Und ich war so, nein, mach es bitte nicht und so. Also, ach, ich kann nicht mehr, das ist einfach zu viel für mich. Diese Liebe, die ich spüre, das auch von meinen ganzen Followern, von meinen Freunden, von meiner Familie. Kriege ich die ganze Zeit so schöne Nachrichten und ich habe heute bestimmt schon zweimal geweint. Ich habe schon ein paar Geschenke ausgepackt. Und gestern habe ich auf jeden Fall auf dem Sofa gesessen und geheult und dann sagt er so, jetzt kommt die nächste Überraschung. Ich dachte, er kommt vielleicht mit dem Kuchen rein oder so. Auf einmal geht die Tür auf und da stehen Carina und Chris und ich war so. Okay, es kommen jetzt noch ein paar Überraschungsgäste. Und Sonny sitzt da drin und ich habe laut Musik angemacht. Und jetzt kommen Überraschungsgäste. Bitte sitzen. Ja. Hast du es schon mal gemacht? Ja. Damit hätte ich wirklich am allerwenigsten gerechnet und ich, wie man mir auch angesehen, obwohl man, wir haben nicht gebloggt, aber ich hatte mein Pyjama schon an. Wie gesagt, ich habe hier gerade heulend gesessen. Ich war so, oh mein Gott, warum hat er mir nichts gesagt? Aber es ist auch gut, ich liebe es so sehr, überrascht zu werden. Und es hat noch nie jemand so gut geschafft. Ich habe nichts geahnt, nichts. Ich freue mich heute einfach auf so einen richtig schönen, chilligen Tag. Vielleicht gehen wir noch ein bisschen spazieren. Das Wetter ist echt schön, es ist ein richtig perfektes Herbstwetter.
Und ich finde es hier gerade einfach so gemütlich. Und ich glaube, Scherben bringen Glück. Das mit dem Eisfisch war meant to be. Jetzt kriege ich auch noch einen neuen. Also es ist auch wieder einfach der Wahnsinn. Ja, und ich mache mich, glaube ich, gleich mal ein bisschen fresh. Ich decke jetzt hier den Tisch ab, solange Jamie da meine weitere Überraschung. Wie soll ich das heute überstehen? Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr Bock habt auf so ein Geschenke-Video, weil ich feiere ja nicht. Und deswegen dachte ich so, ich kriege eh nichts, es wird sich dieses Mal gar nicht lohnen. Aber ich habe irgendwie jetzt schon, viele Leute haben mir was zugeschickt oder ich habe irgendwie jetzt schon so viele Sachen bekommen. Allein, weil auch Carina und Christa waren und so. Ich glaube, es wird sich schon ein Video lohnen. Also falls ihr darauf Bock habt, schreibt es mir in die Kommentare. So, ich habe mich gerade ein bisschen ready gemacht. Ich habe es nicht geschafft, meine Wimper zu tuschen, weil ich wurde jetzt gerade aus dem Schlafzimmer wieder verjagt und soll jetzt hier warten. Ich bin wirklich gespannt. Er macht einfach seit gefühlt 3 Tagen nichts anderes als dieses Geschenk. Es ist so süß, ich komme nicht darauf klar. Ja, das geht auf jeden Fall schlechter als hier. Okay, der Stuhl steht jetzt da gerade im Weg, aber so mit Kamingeknister und ich bin so happy. Und ich habe eine neue Foundation gerade getestet. Estee Lauder Double Wear Foundation. Die ist leider, ich bin getannt, ein bisschen zu hell für mich. Ich dachte immer, dass die viel zu dunkel für mich sind, weil ich finde, in den Tuben sehen die voll dunkel aus, aber ist tatsächlich, glaube ich, meine richtige Hautfarbe, wenn ich nicht getannt bin. Also mega geil.